Dario Fossi, herzlichen Glückwunsch zum Auswärtssieg in Heslingen. Saisonziel scheint ja jetzt übermäßig erreicht zu sein. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen 15 Siege holen, weil wir letztes Jahr 10 Siege geholt haben und gemerkt haben, dass wir den einen oder anderen Punkt haben liegen lassen. Und wir haben uns einfach gesagt, wir wollen das ein bisschen besser machen dieses Jahr, ein bisschen stabiler stehen. Das ist uns natürlich gelungen. Und so eine kleine Zielsetzung war halt 15 Mal zu gewinnen, versuchen zu gewinnen und besser dazustehen als letztes Jahr. Und bis jetzt sieht es ja gut aus, dass wir dieses Ziel, beziehungsweise wir haben es ja erreicht, aber dass wir auf jeden Fall eine bessere Saison spielen als letztes Jahr. 4 Spiele noch vor uns, dann gibt es ja gar keinen Grund, irgendwie sich Gedanken zu machen, der Druck ist raus, irgendwie spielt man jetzt ja befreit auf. Oder gibt es da doch eher so die Erwartungshaltung jetzt, na jetzt komm, jetzt sind wir schon so weit oben, steigen wir auf. Ja, natürlich, wenn man jetzt da steht, wo wir jetzt stehen, natürlich träumt man da hochzugehen. Ich denke, wir als kompletter Verein, wir wissen, wo wir herkommen und wir wissen, dass es super schwer ist. Das ist immer diese alte Floskel von Spiel zu Spiel, aber uns interessiert wirklich nur jedes Spiel. Wir wollen versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Und natürlich, wenn wir jedes Spiel gewinnen, kommt das dahin, dass wir dann auch aufsteigen. Das ist dann das Endprodukt, was dann da ist. Aber im Endeffekt sind das wirklich 4 schwere Spiele, die wir jetzt noch haben. Wenn wir sie erfolgreich bestreiten, dann wird es den Weg nach oben gehen. Ich bin auch froh, dass der Verein diesen Schritt wagen möchte und uns auch die Chance gibt, hochzugehen. Aber wie gesagt, wir wissen, wo wir herkommen. Wir sind hier nicht sauer, wenn wir es jetzt am Endeffekt nicht schaffen. Aber es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, wir wollen jetzt ein Alibi schon schaffen und sagen, wir schaffen es nicht oder wir klingen es aus. Wir haben 4 Spiele, das sind 4 Siege, die wir einfach holen wollen. Und ich denke schon, dass wir gierig sind auf die 4 Spiele. In Sulingen, da gibt es ja jetzt auch die Aktion, nochmal einen Fanbus voll zu machen. Wie wäre das so für die Mannschaft, nochmal auch diese Anerkennung von den Zuschauern zu bekommen? Ja, die Anerkennung der Zuschauer ist natürlich für uns sehr hoch. Das zeigt auch, dass wir gut gearbeitet haben. Ich muss aber eins sagen, wir haben das letztes Jahr auch gemacht in Bornreihe. Es hat nicht so gut funktioniert. Die ganzen Zuschauer sind gekommen. Bornreihe war in dieser Saison Tabellenletzter. Wir sind dann mit dem Fanbus angereist und haben da, ich glaube, 0-3 oder 0-4 verloren. In der Saison, wo es dann bei uns nichts mehr ging. Ich hoffe, dass wir dieses Mal ein bisschen glücklicher dann nach Hause fahren können, beziehungsweise unsere Fans. Wir sind froh, dass es so ist, dass wir am letzten Spieltag Zuschauer haben, die gerne zu diesem Spiel möchten und dass wir das ermöglichen können. Und das ist natürlich, wie gesagt, eine Anerkennung für das Team. Und wie gesagt, wir freuen uns drauf. Viel Erfolg dabei und herzlichen Dank. Dankeschön.